Köln, für den Affe auf Bike ist die Reise übers Tanzparkett nun endgültig zu Ende. Travel-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen, 24, wurde in der RTL-Show Let's Dance nicht ins Finale weitergewählt. Dabei überstand sie diesmal sogar eine Stresssituation mit Bravour. Ihr bislang stärkster Auftritt reichte Ann-Kathrin und Tanzpartner Valentin Lusin nicht fürs große Finale. Neben einem Paso-Dobel und einem langsamen Walzer mussten beide im Impro-Dance nämlich eine Mischung aus Rumba und Tango tanzen. Und das unter denkbar ungünstigen Vorzeichen. Ich muss mal, so die sichtlich nervöse Ann-Kathrin auf die spontane Auslosung vor dem Improvisationstanz. Moderator Daniel Hartwig, 45, rettete die 24-Jährige dann noch gefühlt mit einer Werbepause. Danach lief der Timer, 1.30 Uhr, runter. Wenig Zeit fürs Umziehen und um ein paar spontane Schritte einzustudieren. Und die kurze Pause schien geholfen zu haben. Der Tanz war ihr bislang stärkster in dieser Staffel. Trotzdem reichte es nicht fürs Weiterkommen. Gabriel Kelly, 22, Detlef Soest, 53, und Jana Wosnitzer, 30, erreichten am Ende das große Finale. Dort wird am kommenden Freitag der Gewinner der Staffel ermittelt. Ann-Kathrin happy über Platz 4, war ein toller Abgang, traurig über ihr Ausscheiden ist Ann-Kathrin dagegen nicht. In ihrer Instagram-Story kurz vor dem Schlafengehen ließ sie die Erlebnisse nochmal Revue passieren. Es war eine unfassbare Zeit, die mich auch als Mensch verändert hat. Diese ganze Medienwelt war auch neu für mich. Nun will sie sich wieder ihrer alten Welt widmen. Reisen auf dem Motorrad. Und das mit flachen, statt hohen Schuhen. Einen Abschiedstanz außer Konkurrenz wird sie kommende Woche allerdings noch absolvieren.